Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Sonosi und kommentiere heute den Centurion 7.1 auf Himmelsdorf. So, wie man sieht, von gespielt von Lethargie aus dem Clan Works. Ja, T9 ist Top-Tier, keine Arti, gut, auf Himmelsdorf gibt es natürlich auch tolle Arti-Gefechte, aber nicht ganz so, ja, ich will nicht sagen wichtig, unwichtig ist sie nicht, ne? Es gibt ja auch Arti-Spieler, die hier auch sehr gut aufräumen können, aber naja, soll uns nicht weiter stören. Ist natürlich eine feine Sache, im Zweierplatoon als Top-Tier unterwegs zu sein. Einmal am T55A mit seinem Clan-Kollegen und hier den Centurion 7.1. Besondere darauf, gespielt mit dem B-Barrel. So, wir können mal gucken. Also, wir haben 226 Durchschlagskraft mit 230 Alpha-Schaden und mit APCR 258 Durchschlagskraft mit 230 Alpha. So, gucken wir mal, wie sich das Gefecht entwickelt. Oh, sind auf seiner Sicht schon drauf. Ja, Himmelsdorf im Begegnungsgefecht. Genau, man kann auf den Berg fahren, man kann es auch lassen. Hier hat er sich zu entschieden, es zu lassen. Und wahrscheinlich, weiß ich, ob er in die Scharte fährt oder weiterfährt. Gucken wir aber erstmal, ja, Centurion auf der Map ist natürlich sehr angenehm. Sie ist sehr klein. Das heißt, also von der Sichtweite kommt man sowieso schon sehr weit. Und was natürlich noch cool ist, also was mir gefällt ist, er fährt jetzt gleich Richtung Cap, ne, weil so nach dem Motto, die kommen ja sowieso, die wollen ja was von mir. Also kann man hier mal hinfahren und natürlich erstmal alles kaputt schießen, was da so angerömert kommt. So, da ist ein 110er. Also ich bin wirklich mal gespannt, Centurion ist ja jetzt nicht ganz so die harte Sau, ne? Und, das könnte interessant werden. Boah, gleich getrackt. Also man sieht 4,8 Sekunden Nachladezeit. Alter Schwede, ey. Ne, also wenn du da die Knifte zu ballern kriegst, ist das natürlich der Hammer. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf dem Begegnungsgefecht noch nie mal die Affinition zu gehabt, hier mal runterzufahren und dann oben auf den Hügel zu ballern. Und ja, man sieht, also die ersten 1100 Schaden sind schon weg, weil auf dem Hügel geballert wird. Ja, kritischer Treffer, IS-3 in die Seite, sehr hart gepanzert, Husefuck ist eine Maus. Ne, seitdem die das HD-Modell gekriegt hat, ist die IS-3 sowieso jenseits von Gut und Böse. Aber, nun gut. So, also man sieht schon mal, ne, jetzt 1379 Schaden. Man konnte ein bisschen rumballern halt, also von daher schon mal gar nicht so verkehrt. So, geht die ganze Geschichte weiter. Das ist ja der Hammer hier unten. Das ist mir noch nie so in den Sinn gekommen. Ne? Vielleicht, dass man nicht alle 100.000 Leute immer auf den Berg raufhämmern, ne, weil das ist ja auch immer, ja, immer manchmal sehr nervig, wenn man immer sieht, was da oben los ist, da brauchst du ja nur reinhalten. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Oh, hier unten ist noch irgendwo ein 110er, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da ist er. Oh, schöner Snapshot. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie die Eule aus der nächsten Karte vom Baum geschossen, aber er hat getroffen. Na gut. So, das Richtige, was du machen kannst, ist mit der DPM, So, man sieht also Crew komplett auf Reparatur. So, gleich hinterfahren. Vielleicht fängt er nochmal an zu brennen. Oder auch nicht. So, gleich nochmal getrackt, wie man es wunderbar macht. Ast rein. So, der lädt nochmal nach. Kommt natürlich durch. Das ist einfach zack durch die Waffenblende. Ne? Also das muss man wieder sehen. Das ist, naja, gut. Eieieiei. So, das sieht. Ja, das sieht auch gut aus. Also man sieht schon, ne? Also Panzerung ist nicht wirklich viel gegeben, ne? Wenn die Jungs wissen, wo sie hinschießen müssen oder das RNG-Glück haben, hämmert ihr alles durch. So, jetzt bist du hier unten auf jeden Fall. Ist erstmal Ruhe. Jetzt kann er da erstmal schön hochgucken. Er hat allerdings nicht mehr wirklich viel HP. Ne? Also man sieht 654. Ne? Also ich sag mal noch zwei Schellen. Das sind fast alles Heavies da oben, die einen relativ guten Alpha haben. Also, boah, mit Glück noch 3 Treffer, aber im Regelfall eigentlich 2. So muss das auch gut sein. So, da kommt noch ein VK 4502, auch in sehr interessante Knifte. Was bei diesem B-Barrel halt so geil ist, das finde ich bei dem Carnarvon schon so cool, dem 8er Heavy. Die zieht halt ziemlich schnell ein und auf dem Centurion, diese 4,8 Sekunden, ist natürlich der Hammer. So, der hat es auch ausgeschissen, der ist jetzt auch weg. Boah, aber Duft. Wunderbar. So, da umgeladen auf APCR, man muss ja mal sicher gehen, ne? Mittlerweile, oh, immer noch 654, 3659 Schaden bis dato. So, fährt erstmal wieder Richtung deren Spawnpunkt. Der Berg ist verloren. Also mal gucken, was er jetzt macht. Da hinten kommt auch ein Oho, der in der Mitte ist, also E-Linie.
Himmelsdorf, also man vertut sich da immer ganz gerne. Die Map ist halt wirklich echt klein, ne? Also 700 Meter, wie man sieht halt. Also man, wenn du halbwegs mittig stehst, also die ganze Map aufgedeckt. Und der Oho ist noch voll. Der wird sich aber hoffentlich umdrehen. Ah ne, okay, er fährt in die Seitengasse rein. Da müssen wir mal gucken. Wenn er Glück hat, dann kloppt sich der Oho jetzt mit dem Super Pershing. Und wenn er noch mehr Glück hat, bleibt der Oho an der Kante stehen und römmelt nicht drauf. Ne? Mal gucken, was da passiert. Map-Kenntnis ist alles. Ne? Also man kann von dem Fenster durch das Fenster durchschießen, wenn da ein langsamer Panzer vorbeifährt. Also merken, Freunde, ne? wenn da irgendwas ist. Der ging voll durch ihre Panzer. Oh, jetzt wird das aber eng. Hat er Glück, aber genau die Knifte getroffen, ey. Eieieiei. Aber aus der Entfernung ist das eh egal. Man sieht aber schon, Reparaturkit weg. Das reicht. Jawohl, das reicht. Sehr schön. So, also Knifte ist wieder heile. Genau, hat er repariert. So rum war es, genau. Stimmt, die Ketten vorhin hat er gar nicht gezogen. Ja, man hätte jetzt auch einen Super Pershing mal als Schutz nehmen können, aber nur gut. Da haben wir eine IS-3A. Ne? Auch sehr selten gesehener Gast. Da hat er Glück gehabt, mit APCR geschossen, aber den hätte er eh, also ein 500er Roll hätte er eh nicht gemacht. Gut, und Super Pershing rollt weg, da ist noch ein T-30. Da hat er Glück gehabt, dass er nicht getrackt hat, das sah ziemlich nach einem Kettenrad aus, aber egal. Wir sind bei 5497 Schaden, also mittlerweile sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch einen VK 4502B, auch einen Centurion 7.1 und noch einen T-32, wo der auch immer sein wird. Man sieht Agilität vom Centurion, das Ding ist halt ein Riesenschiff, aber er ist halt gar nicht so langsam, ne? Also er ist halt relativ schnell, also man sieht, ne, er fährt an und ist sofort zack auf 30. Also das ist halt schon wirklich cool, gerade wenn man auch so Berge hochfährt und so weiter, ne? Das ist halt in der Endgeschwindigkeit, er hat halt einfach nicht die Russen mit Endgeschwindigkeit. Wer sich jetzt wundert, warum das manchmal so ein bisschen hakelig aussieht, ist, dass die Original-FPS von dem Replayer, man sieht es oben links, teilweise bei 25 waren. Das heißt, also bei Lethargie sind die FPS teilweise ein bisschen runtergedroppt. Also man sieht ja bei mir unten, ich habe die immer mit drin, die Anzeige, ist bei 83, 84, also teilweise über 100. Also die FPS reichen völlig. 90, genau. 7 Minuten sind es auf jeden Fall noch zu spielen. Also man sieht, 8 Minuten ist die Runde alt. Gucken wir mal, wie es weiterentwickelt. Den Krieger hat er übrigens schon. Natürlich sehr schön. Und man sieht auch 2 Gunmarks auf der Kiste. Also er spielt ihn noch wirklich gerne und gut. So, da haben wir den Cent 7.1. Er muss halt ein bisschen aufpassen. Er kann sich halt nicht wirklich in so einen reinen Shootout auslassen. Er muss halt sehen, dass er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei First Shots irgendwie kriegt. Da kommt der VK, der hat nur noch, naja, wird auch eng. Also eher 3 Treffer statt 2. Mal gucken. Wirkungstreffer. Da hat der Turm leider nachgedreht, das war ein bisschen Pech. Das muss wehtun. So, Schuss rausgelockt. Leider nicht getrackt, aber da ist der Zen 7.1. Der hat allerdings die große Knifte, wie das aussieht. Ne, der hat auch die Stockgun, um Gottes Willen. Ja, man sieht es ja sogar in der Anzeige, ne, wenn man wieder ganz blind ist. So, immer noch 490 HP. Jetzt kann er nur hoffen, dass der Super Pershing eventuell hilft. Das Blöde ist jetzt, wenn er durch ein Cap fährt, weiß der andere, dass er da ist. Das ist halt ein kleiner Nachteil, weil die Kriege jetzt losgeht. Das heißt, die wissen im Regelfall, dass er hier rauskommt. Genau so. Wissen jetzt aber nicht, wo er lang fährt. Also hintenrum finde ich schon mal sehr gut, wo der T-32 auch immer geblieben ist. Also man sieht schon mittlerweile 6208 Schaden. So, da ist der VK 4502B. Von vorne auch sehr hart, von der Seite. Ja, also wenn man den schon müh zu weit winkelt, ja, war es das.
löst er sich meistens in ein Wohlgefallen auf. Eieieiei. Der Vorteil ist wirklich diese Nachladezeit, das ist der Hammer. Ne, also diese 4,8 Sekunden, du kannst halt wirklich, man hat gesehen, bis der den Turm gedreht hat, da ist ja alles vorbei. So, wo jetzt auch immer der T32 lang fährt. Also den hat man ja die ganze Zeit noch nicht gesehen. So, der Super Pershing lebt auch noch, das ist auch schon sehr gut. Genau, Pharma-Captain-Kollege. Da kannst du nichts falsch machen und die anderen müssen kommen. Ja, vielen fehlt, das merkt man wirklich in den Random-Gefechten, ganz vielen Leuten fehlt jeglicher Sinn von Gefechtstaktik. Also wann was richtig ist, falsche Entscheidung und so weiter ist. Klar fühlen, das könnte reichen, jawohl, führen viele Wege nach oben, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, in solchen Situationen halt, ne, warum der Super Pershing so eine langsame Schüssel und dann eiert dann da hinten rum, da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber nun gut. 700, naja, 7000 Gefechte? 7000 Gefechte, naja, da muss man das noch nicht wissen. Ironie aus, Ironie an. Und gut, wir haben noch 3 Minuten 54. Ja, schön wäre es jetzt, wenn der Super Pershing eigentlich Captain fahren würde. Centurion ist ja relativ schnell auf dem Berg drauf. Naja, jetzt wird es aber langsam wirklich eng. Also das kann jetzt auch ein Schuss ins Boxhorn werden. Ne? Also wenn jetzt wirklich der T32, dass es so blöd ist, dass der wirklich hinten, was ich A0 lang fährt, oder jetzt unten die K-Linie lang gefahren ist, wenn der Richtung Cap fährt, dann wird's auch wieder eng, wenn dann genau die Quäke angeht, wenn die beiden auf dem Berg sind. Aber, nun gut, gucken wir einfach mal. Ja, also man sieht hier so eine starke Steigung halten und der fährt hier trotzdem halt mit 18, 19 hoch. Das ist jetzt also nicht so super langsam, also es geht schon. Nö, also für die Steigerung, oder Steigung hier. Ja, falls der T32 aber nicht mal AFK ist. Davon gibt es ja auch nicht mal Experten. Ach, guck einer an. Und er ist noch voll. Na da. Ich würde wahnsinnig werden, ey. Ach du Scheiße. So, jetzt kannst du es wirklich nur versuchen, Schuss rauszuziehen, genau. Ey, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jawohl, schön gezappelt, Ast rein. Jetzt wird's langsam aber echt eng. Gas, 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 Gas. Oh, wie geil, ey. Jawohl. Oh, der Hammer, der kommt echt mit der Knifte dich hinterher. Ja, sehr schön ausgepisst. Also das war jetzt wirklich so, wie man sich's auch eigentlich vorstellt. Ne? Also das ist total geil. So, ich ziehe mal die Auswertung eben rein, dann können wir mal gucken. Also, man sieht Quickie Baby Replays darunter hochgeladen. Also, ja, wir haben eine Radley Walters Medaille, Glückwunsch dazu. Wir haben das Großkaliber, wir haben den Krieger selbstverständlich, wir haben den Sniper, ja, muss man auch aus meinem Krieger auf Himmelsdorf, was noch natürlich unten war, als er auf den Berg geschossen hat, und die Steel Wall. Und das mit dem Centurion 7.1, also da hat er wirklich richtig Glück gehabt. Na klar, gegen den T32, wenn der gewusst hätte, was er machen soll, wäre er weg gewesen. Nichtsdestotrotz, man hat es aber zum Schluss gesehen, richtig geil ausgepisst. Sehr toll. So, macht einen Gesamtschaden von 7920 und 9 Kills. 1814 Base XP. So, wir haben 50 Schüsse abgefeuert. Wir haben davon 47 getroffen und 40 Durchschläge. Ja, macht 40 Penetrations. Macht, wie gesagt, 7920 Schaden. 1754, mehr als 300 Meter. Und man sieht, Potential Damage, ne? Ja, bis bei 3290. So kann es gehen. Ne, Damage Received. So, Runde war relativ lang, 12 Minuten 50. Ja, macht 96.000 mit Premium. Total kommt dann raus. Eieieiei, 17.000, ne? Also man kann nochmal gucken hier vorne. Also mit einem Drum und Dran bist du bei 144.639 Credits. Ne? Also das ist ja echt der Oberhammer. Was da rauskommt, ist klar, durch die ganze Premium-Ballereien zum Schluss, aber egal. Hauptsache gewonnen, egal wie. So, macht 2.721, ich sag mal, Base XP mit Premium halt. Ne? Also bei 1.814 ohne und 2.721 mit. Ja, das ist schon aller Ehren wert. Ja, genau. Hier beschweren sie sich, dass ich einen Adblocker drin habe. Habe ich für einige Seiten, nicht für alle. Ja, auf jeden Fall tolles Replay gewesen. Hat mir extrem gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin dann. Ciao.